Zu Beginn der Juni-Sitzungsfolge stellten die Abgeordneten den Mitgliedern der Landesregierung Fragen zu aktuellen Themen, darunter zwei zum geplanten Abschiebezentrum, wobei die Regierung die diesbezügliche staatliche Zuständigkeit unterstrich. Anschließend genehmigte das Plenum die Berichtigung des Haushaltsvoranschlages des Landtages und machte die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates für das Büro für politische Bildung namhaft. Zudem standen die Anhörungen der Verantwortlichen der Antidiskriminierungsstelle Priska Garbin sowie der Präsidentin und des Vizepräsidenten des Landesbeirates für das Kommunikationswesen Judith Gögele und Felice Espro auf der Tagesordnung. Garbin blickte auf ihre Tätigkeit im Jahr 2023 zurück und hob dabei die Arten der festgestellten Diskriminierungen hervor, insbesondere architektonische Barrieren sowie rassistische Diskriminierungen. Die Vertreter des Kommunikationsbeirates befassten sich indes mit den Herausforderungen, denen sich die Gesellschaft und der Beirat in einer sich in den vergangenen Jahren stark verändernden Medienwelt stellen müssen. Abgelehnt wurden der Beschlussantrag von JWA-Wirt Anderlan zur konsequenten Regionalität bei öffentlichen Ausschreibungen, ebenso wie jener von Grünen und Team K zur Ausweisung der Langkofel-Gruppe samt Koffinböden als Naturpark sowie jener des Team K zur Förderung der deutschsprachigen Ausbildung für Zahnarztassistenten. Ein Nein gab es weiters zum Begehrensantrag von Demokratischer Partei und Team K, mit dem eine Ersatzsteuer für neue Mietverträge für Gewerbeimmobilien gefordert wurde.